Would you be the preacher? Would you be my? It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Yo, hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Wir befinden uns in einer, ich weiß nicht, Aufzugsschacht, bin mir da nicht ganz sicher. Und wir versuchen zu entkommen. Und ja, so, ich glaube, ich muss hier das Portal schätzen und dann fliege ich jetzt hier weiter durch. So, und jetzt? Okay, warte. Oh, warte, ich muss mir das mal in Ruhe angucken. Okay, warte mal, das ist... So, okay. Ah, Mann. Ich glaube, ich muss das blaue Portal da setzen, ne? Fuck. Ah! Es hat funktioniert. Okay. Und da geht's weiter. Freut mich. Ladebildschirm. Ja, ein Aperture-Logo mal wieder. Was wir ja im letzten Part auch schon gesehen haben, was wohl wahrscheinlich ein neues ist. Und ich sehe gerade, dass mein Stativ vollgestaubt ist. Weiter geht's. Oh, das sieht... Ich weiß, es sieht finster aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen. Wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Würde. Okay, mir fällt gerade was auf. Ich hab den... Moment. Texteinblendung. Ich habe den... Untertitel nicht an. Weil ich habe nämlich was für den Lasermuffy gemacht. Und da brauchte ich jetzt halt keinen Untertitel. Oh, da kann ich Portal hinsetzen. Okay, das wusste ich nicht. Ja, okay, dann ist es ja klar, was wir machen müssen. Dann ist es doch klar, oder? So. Da eins. Und hoppa. Oh nein. Hier muss, oder? Wo muss das Sprunggel hin? Nee. Wirklich? Muss ich jetzt hier wieder runterspringen, ne? Okay, das heißt, da ist orange. Ich muss blau schießen. Hoppa. Theoretisch müsste das ja so gehen, ne? Ja. Okay, cool. Was jetzt? Was jetzt? Hier ist ein Portal-Dingen. Da kann ich jetzt nichts machen. Ei. Hier kann ich auch nichts setzen. Muss da nochmal was Sprunggel hin? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Dann auf jeden Fall hier die Möglichkeit, nochmal was zu setzen. Ne? Hilfe? Nein! Okay, blau. Ah. Keine Panik bekommen. Naja. Doch, ich bekomme gerade irgendwie Panik. Ich brauche das Sprunggel. Ah, das ist das Falsche. Oder?
Hä, Moment mal. Hier stimmt irgendwas nicht. Wieso kommt denn da jetzt auf einmal kein blaues Gel mehr raus? Oder muss ich jetzt irgendwie doch runterspringen, so wie ich es gedacht habe? Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Da ist orange, ne? Blau, okay. Ah! Ah, okay. Okay. Nein. Rein da. Ah. Okay. Ja, war cool. Das war doch schon cool. So. Ach, herrje. Erstmal gucken, wo wir hin müssen. Moment. Moment, Moment, Moment. Sekunde. Wir müssen nach... Wo müssen wir hin denn? Hallo. Leute. Wo müssen wir denn hin? Sehe ich das richtig, dass wir nach da oben müssen? Ich weiß es nicht. Also hier würde es sich lohnen, das zu machen. Genau. So. Und... Hier, weil ich ja die Treppe so rauf, kann sein, dass ich hier mal dahin... Hierhin. Mach ich mal hier ein. So. Ja. Genau. Okay. So. Und wenn ich jetzt hier eins mache. Ja. Und dann nochmal hier. Ja. Dann. Ich dann da durchlaufe, ne? Müsste doch theoretisch. Ah! Okay, vielleicht brauche ich das blaue Gel auch viel später. Ja, aber das kann ja, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warte, wir probieren es mal. Das ergibt überhaupt keinen... Ja. Ergibt keinen Sinn, irgendwie. Nö. Nicht wirklich. Dass ich hier... Blaues Gel? Und... Das ergibt doch keinen Sinn. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Nochmal neu. Da oben müssen wir hin, ja? Okay. Sieht ganz danach aus, als müssten wir hier irgendwie rauf. Oder so halt. Na, ah, geht jetzt nicht mehr, ne? Moment, ich zeig's mal, ich zeig's mal. Bin ich jetzt hier und so. Wenn ich dann sozusagen, wenn ich dann hier so durchlaufe, da reinkomme und darauf geschleudert werde. So. Jetzt ist nur die Frage, wie?
weiß es jetzt nämlich echt nicht. Dass ich geduckt gehe da vielleicht in dem Moment. Geht das? Ich mich da ducke? Ich weiß es nicht. Das ist blöd. Das ist echt doof. Wofür ist das Sprunggel? Oder ey, pass mal auf. Ich mach mal gerade alles mit weißem Zeug hier voll. So. Also dann können wir mal hier ein paar... Genau, so. Hier ein bisschen. So. Da noch ein bisschen. Und ja. Okay. Ja gut, viel bringen tut das jetzt nicht. So. Ne, die Wand rauflaufen kann ich ja auch nicht, ne? Das geht ja auch nicht. Ne, das geht ja nicht irgendwie. Ne, das geht nicht. Aber ich kann eine Wand raufspringen, ne? Das wissen wir ja. Das wissen wir. Ich kann eine Wand rauf springen. Oh Mann. Ist gerade überhaupt nichts für mich. Kein Plan. Ich möchte jetzt hier eigentlich auch ungern einen so aufhalten oder so. Aber ich habe hier echt keinen Plan. So. Pass mal auf, warte mal. Vielleicht ist es aber auch gar nicht diese Ecke. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade echt überfragt. Keine Ahnung. Kein Plan. Schnelligkeitsskill. Okay, pass auf. Ja, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Kein Plan. Keinen Plan. Ich würde mal sagen, ich schneide mal ganz kurz. Und ich muss tatsächlich echt mal gerade nachgucken. Weil ich das echt nicht weiß. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe alles genau richtig gemacht. Oh Mann. Ja, jetzt sind wir hier oben. Und Sekunde. One second, please. Ich muss den Timer jetzt wieder aktivieren. Na, Timer fortsetzen. So. Und ich gucke mir mal hier zwischendurch weiter gerade das Video an, damit ich mir so ein kleines Bild machen kann. Also, da ein blaues Portal. Was brauchen wir denn jetzt? Er setzt es nochmal bei weiß. So.
So, und jetzt nochmal. Ach Quatsch, oh, brauche ich doch kein Video mehr für. Bin ich blöd. Ja, ja, ja. Ist doch klar. Nee, ist nicht klar. Ah! Wartet, wartet, wartet. Ich bin blöd. Genau, deshalb das Weiße. Ist doch sinnlos sonst, klar. Klar, klar. So. Kein Problem, ist auch gut so, dass wir jetzt wieder runtergefallen sind. So. Und los. Bam. Bam. Bam, genau. Ah, wir haben es geschafft. Meine Fresse. Eine Prozedur ohne Ende. Was ist man denn jetzt? Ah, heilige Scheiße. Sind wir jetzt hier richtig? Da komme ich jetzt nicht rein. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach so. Meine Güte. Mach mir doch keine Angst, Mensch. Ich wollte gerade schon sagen, was ist denn jetzt los? Hilfe! Nein! Bleib da drin! Ja, so viel zum Thema, bleibt da drin. Ach nee, Mann, wie kommt man denn da jetzt weiter? Wie komme ich da jetzt hin? Was bringt mir das überhaupt? Mann! So. Lass mich überlegen. Da kann ich nirgends eins hinsetzen. Dann verstehe ich es nicht. Ach, doch, dann verstehe ich es. Weiß auch nicht, ich bin heute begriffsstutzig. Yo! Yo! Wow! Alter! Ach Gott! Hey. Hallo? Bin ich jetzt richtig? Ja, bin ich. Ah! Oh Gott, es ist wieder leise geworden. Oh. Hallo? Hallo? Wo bin ich? Das macht mir ein bisschen Angst gerade. Also in die Tür komme ich nicht, ne? Ne, das ist wieder so eine... Ja, ja. Leute? Hallo? Mich da hinten hin. Nein, aber ich komme da oben raus. Nee, komme ich nicht. Leute? Ach, da. Leute? Hallöchen? Oh Gott. Oh Mann. Hallöchen? Ja. Nee. Oh. Verstehe. Also ich würde es verstehen.
Okay. Okay, verstehe. Ich habe eine Idee. Das Poster, kannst du das mal ansehen? Wieso ist das jetzt auf Englisch? Wieso Paradoxa. Keine KI kann ihnen widerstehen. Ich weiß, wie wir ihn besiegen. Trotzdem würde ich gerne mal wissen, was hier gerade los ist. Kopfhörer, Soundqualität hoch. Mit dem Mikrofon, hier läuft, hey. Deaktiviert, hey. Ja, wäre mal nett, wenn mir das einer mal sagen könnte, weil ich weiß es gerade echt nicht. Was haben wir gemacht? Warum ist hier alles auf Englisch? GLaDOS. Alter! Oh Mann. GLaDOS? GLaDOS! GLaDOS? Oh, wir schicken einen Aufzug. Whee! Oh, okay. Ich geh mal rein. Wenn ich dicht genug rankomme, frittiere ich jeden Schaltkreis im Kopf dieses Idioten. Solange ich mir dabei nicht zuhöre, besteht keine Gefahr. Vielleicht. Ja, ich hoffe mal, dass ich das irgendwie wieder hinbekomme. Mit der englischen Sprache. Das nervt mich jetzt nämlich ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wie die auf einmal... Kein Plan. Gut, es gibt wohl bessere Pläne, um gegen eine allmächtige, machtgeile KI vorzugehen. Aber immer noch besser als zu explodieren. Was ist... Ja, gut Leute. Ich würde sagen, in diesen Aufzug steigen wir im nächsten Part. Danke fürs Zugucken, macht es jopp. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!